Ich weiß ja, dass die meisten von euch eh schon darüber Bescheid wissen. Jedoch werde ich immer wieder unter einem Video gefragt, was eigentlich die Schlacht von Yavin ist. Als die Schlacht von Yavin wird die bedeutende Konfrontation zwischen dem Imperium und den Rebellen im Yavin-System bezeichnet. Zu sehen ist das alles in der vierten Episode Eine neue Hoffnung. In dieser Schlacht zerstörte Luke Skywalker mit seinem X-Wing den ersten Todesstern und führte so die Rebellenallianz zum Sieg. Damit wurde der galaktische Bürgerkrieg vollends eingeleitet. Nach der Schlacht sahen die Verluste der Rebellen, welche lediglich 16 X und 7 Y-Wings waren, neben denen des Imperiums, welche etwa 350.000 Todessternbedienstete waren, relativ gut aus. Sie hatten ihren Stützpunkt zwar auch verteidigt und die gefürchtete imperiale Waffe vernichtet, doch war der imperialen Flotte nun die Position von deren Basis bekannt, sodass die Rebellen eine neue Basis auf Hoth errichten mussten. Die Schlacht von Yavin war ein entscheidender Wendepunkt im Kampf gegen das Imperium und wurde daher als Fixpunkt für die neue galaktische Zeitrechnung festgelegt. Alles, was vor Episode 4 passierte, wird VSY, also vor der Schlacht um Yavin, und alles, was danach passierte, NSY, nach der Schlacht um Yavin genannt. Ich hoffe, ich konnte mit dem kurzen Video ein paar ungeklärte Fragen klären und würde mich freuen, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischauen würdet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.